Äußer. What? Was sehe ich hier? Mann, wie. Hallo? Hä? Jetzt muss ich so schießen oder was? Ist es deren Ernst? Ich kann auch so Winkel machen, ne? Was ist das denn? Da. Let's go, man! Let's go, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Hä? Was war das denn? Junge! Oh! Mein Goretzka hat sich verletzt. Ich habe den gerade eingewechselt und er hat sich verletzt. Ich wollte ihn gerade durchschicken und er hängt jetzt da. Und jetzt läuft er los, weil er jetzt wieder gesund ist. Ich habe ihn nicht mal geschickt. Und jetzt macht er ein Tor. Hä? Masse gut. Weiter dran festhalten an den Leistungen. Ja, genau so. Und jetzt den Pelé auch einfach mal. Warte mal. Haha, was ist das denn? Was ist hier gerade passiert? Wieso lässt er, um Gottes Willen, wieso lässt er den Vorteil nicht laufen, Chat? Hä? Direktabnahme. Oh mein! F an den Gegner. Komm, mach. Naja, egal. Oder ich muss, ja, dem den Ball geben. Passt es? Nee, scheiße. Der ist zu weit weg. Gib mir den Ball. Nee. Warte. Der hier muss den kriegen. In der Mitte hier. Nimm die mir irgendwann den Ball ab? Automatisch? Ja, ne? Nimm jetzt den... Ja. Renn! Der ist drin! Perfekt, Alter. Scheiß Controller-Einklemmer hier. Ich bin der Schlechteste. Na! Er mit Ronaldo 1-0 und dann komme ich und drehe das Spiel. Und dann hat der Gegner den Controller zur Seite gelegt und gesagt, ich spiele nicht mehr weiter. Dann habe ich halt noch ein Tor nachgelegt. Das hat es mit Butragueno, dass es einfach 4-1 steht, dass ich einfach so ein bisschen auf der sicheren Seite bin. Hab dann selber den Controller zur Seite gelegt, einfach nur verkehrt rum auf den Tisch, dass die Sticks so ein bisschen Druck abbekommen. Das Spiel ist vorbei. Auf einmal ist noch ein Tor mehr gefallen. Ecke in den Strafraum. Ecke landet beim Gegner. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Gefährlich jetzt. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Und da ist das Tor. Den Angriff will ich euch zeigen. Oh! Oh! Nein! Ich bin für Nemanja. Wen wollt ihr haben? Alter, alle sagen Village. Let's go, Mann. Village hätte ich auch Bock zu spielen. Hä? Hä? Warte! Warte, kann ich jetzt beide spielen nebeneinander? Ich habe von diesem Bug gehört, aber ich wusste nicht, dass das ehrlich geht. Hä? Was ist das denn für eine gute Abwehr? Village neben Village. Meint ihr, die haben einen super Hyper-Perfect-Link zusammen? Ist der jetzt zweimal auf dem Platz?
Es ist komplett geskriptet. Ja! Was ein Torwart, Junge. Dieses Spiel ist so scheiße. Nee. Davon müssen wir gleich einfach mal eine kleine Compilation machen. Was ich in dem Spiel für Tore schieße, Digga, ich würde mir so verarscht vorkommen. Das ist der Beste. Coach und ich Legende. Coach und immer Legende. Digga, was... Wieso tue ich mir das an, Mann? Hey, warum? Warum du... Warum ist das kein Elfmeter? Was ist das denn? Das ist kein Elfmeter. Und das ist die realistische Fußballsimulation der Welt, Jungs! Guckt euch das an! Ey, mein Neymar! Jungs, mein Neymar! What the fuck? Freeze! Oh mein Gott, Jungs, dieses kaputte Game! Digga, schau's mal, Neymar! Die wollen mich... dieses Scheißspiel! Die wollen mich unbedingt vernichten, Alter! Ich hab jetzt keinen Offensivspieler, Mann! Kein Fairplay vom Gegner, ne? Er spielt einfach weiter. Ah, er ist wieder da! Neymar ist wieder da, Jungs! Ronaldo. Yashin ist so gut, ne? Alles gut, ich wollte beim Rufen und hab PS-Taste gedrückt. Leute wollen mir ihr Icon-Pack zusenden? Manche schicken mir das als Videoclip, weil sie eine PS5 haben, weil sie Videoclips versenden können. Cool. Manche haben keine PS5, die können das nicht versenden. Schicken mir das als YouTube-Link, auch cool. Aber was ich hier sehe, der sendet mir den Link von seinem Computer, worunter er es auf seinem Computer gespeichert hat. Das ist zu viel des Guten. Carlos Alberto mit dem Tor. Der Ball geht ins Tor, aber es gibt Eckball. Oh, lol, habt ihr gerade gesehen, wie sich Neymar teleportiert hat? Mesut. Road to... Digga, der macht sich doch safe über mich lustig, oder? Hä, warte mal! Das haben immer Leute... Warte. Das habt ihr immer in die Kommentare reingeschrieben? Wait, warte, was? Ihr habt das immer in die Kommentare geschrieben, weil ich immer Road to Glory gesagt habe. Und jetzt heißt der Gegner so... Tim und der Umstand jetzt 3 cm... Da steht jetzt links Tim und rechts 3 cm, dann will ich doch komplett hops nehmen hier. Ja. Des Kamps ist der Beste. Ich habe schon ein Tor gesehen gerade. 76er Torwart hält ja alles. Doch nicht. Fallrückzieher, Tor von Dani Alves, weiß ich echt nicht. Quellex Pässe sind gestört. Tisch! Da ist er, der Mann des Tages. Guck ihn hier an. Kommt hier einfach rein und entscheidet das Spiel für sich alleine. Jetzt mit einer Traumvorlage. Wow! Was der Goal! Bam! Boah,
Was war das denn? Ein Tor. Ab. Hey! Und wenn ihr euch fragt, wieso ich PS5-Versionen so bad finde, guckt mal, wie tief sein ganzes Team steht. Sein Stürmer steht 30 Meter vor dem Tor. Das ist das beste Beispiel. Und auf PS4-Version steht der Stürmer an der Mittellinie, gefühlt. Und jetzt stehen halt 20 Leute in seinem Strafraum, weil die ganze CPU immer voll nach hinten rennt. Guckt euch das mal an. Das stehen jetzt bis auf zwei, drei Spieler alle in seinem Strafraum. Und auf PS4-Version hat das halt viel offensiver. Für die, die das halt sich fragen. Und dadurch ist es halt viel schwerer, ein Tor zu machen, weil einfach das ganze Team automatisch... Das ist gar nicht mal so, dass der Gegner das eingestellt hat, dass der alle mal hinten hat. Das ist einfach automatisch so, dass halt die ganze CPU nach hinten rennt. Lohnt sich das 53.8 Plus? Lohnt sich das 85-3er-Pack? Kannst du Finn Germisch grüßen? Er guckt immer deine Streams. Finn Germisch. Nein. Mann, Ich wäre so, wenn du weniger bei Lou Schmeindig. Du bist ehrlich drauf eingefallen, Finn. Bist du jetzt ehrlich auf. Ach nee!